LWGTV hört als Team auf. Das heißt, der YouTube-Kanal wird von einem der drei weitergeführt, aber nicht mehr in der Konstellation. Das hat insgesamt drei verschiedene Gründe. Auf YouTube haben sie sehr wenig Feedback in Form von Likes oder Kommentaren, trotz hohen Aufrufzahlen bekommen, und ebenso bei Instagram, wo sie relativ wenige Follower haben. Sie vermuten, dass ihren Zuschauern ihre Person egal ist und sie nur deren Pranks sehen wollen. Das macht sie unzufrieden. Sie finden, dass das, was sie zurückbekommen, zu wenig ist für den in ihrer Sicht großen Zeitaufwand. Alle drei haben neben dem Hobby YouTube auch noch einen Halbtagsjob. Mit ihrem Job und YouTube blieb ihnen so gut wie keine Freizeit mehr. Ihr Hobby YouTube hat sich für sie auch nicht rentiert. Die Einnahmen gerade beim derzeitigen Werbeboykott waren sehr gering und für Probleme mit Polizei und Staatsanwaltschaft mussten sie auch zahlen. Für ihr Hobby YouTube entstand Verlust, den sie aus ihrer eigenen Tasche bezahlen mussten. Einer der dreien macht jetzt den Kanal noch weiter. Neben Pranks, Street Comedy und Social Experiments kommen jetzt auch Real Talk, Real Life Stories und Challenges. Die beiden anderen müssen erst private Probleme in den Griff bekommen und möchten dann später in ein paar Monaten mit YouTube weitermachen. Sie kommentierten unter ihrem Video: "Danke an wirklich jeden, zeigt ein bisschen Respekt für unsere Entscheidung. Das wenigste, was wir jetzt gebrauchen könnten, wären negative Kommentare. Danke, es war eine geile Zeit." Ihre Community reagiert wie folgt auf ihren Entschluss: "Der beste deutschsprachige Prank-Channel. Aber macht, was ihr für besser haltet. Werde euch vermissen. Fazit, ihr hattet Streit bei der gerechten Aufteilung vom YouTube-Money und so macht ihr jetzt jeder seinen eigenen Kanal. Das ist halt so, wenn man Prank-YouTuber ist. Klar steckt ihr auch Mühe und Arbeit rein, aber das seht ihr dann, indem ihr viel Geld und Klicks bekommt. Aber niemand verbindet sich mit einem Prank-YouTuber. Das ist ein Riesenunterschied zu einem Vlog- oder Lifestyle-YouTuber. Dort verbinden sich die Leute mit der Person. Ihr habt halt nur Comedy gemacht. Bringt halt nur kurzfristige Klicks und Aufmerksamkeit. Weil ihr als Person seid leider austauschbar, weil man euch nie so richtig kennengelernt hat. Regen sich über nur 220.000 Follower auf. Wie kann man nur so undankbar sein? Es gibt auch Leute, die nach 3 Jahren nur 1.000 Abos haben. Oder auch noch weniger. Was juckt es denn euch, wie viele Follower ihr auf Instagram habt?